Jeckel macht das gut. Geraldo Becker, das ist ein haarsträubender Fehlpass, das muss man so sagen. Ferrei mit der Möglichkeit zur Führung. Und das ist wunderschön gemacht. Das muss man neidlos anerkennen. Und dann in die Füße von Ferrei. Und der wunderschön. An der Hamburger Straße. 11. Minute. Ferrei. Jan-Hendrik Marx startet. Er geht ab in der Mitte. Lauberbach und Kaufmann. Behrendt grätscht Meffert ab. Alles fair. 14. Minute. Ferrei. Und da ist Lauberbach. Der Niederländer einst als Riesentalent beim BVB gehandelt. Nur für eine Bundesliga-Minute in Dortmund. Aber seine Qualität in Braunschweig spürbar. 64. Minute. Ferrei. Was für eine Übersicht auf Lauberbach. Schlussphase des ersten Durchgangs. Braunschweig drängte auf den Ausgleich vor dem Pausenpfiff. Ferrei mit einer wunderbaren Flanke auf Jan-Hendrik Marx. Die beste Torchance für die Eintracht bis hierher. Schon los. Ferrei, der macht ein richtig gutes Spiel. 54. Minute. Der Niederländer an den Pfosten. Braunschweig macht jetzt weiter, traut sich nach vorn und da geht Ferrei zu Boden. Der beste Mann der Heimelf, Tobias Stieler, gibt Elfmeter, völlig zu Recht. Klares Foul von Boyata in die Verlängerung und in die startet das Heimteam besser. Da ist der extrem gute Ferrei, Lauberbach in der Zentrale, wieder Ferrei und jetzt macht er sein Tor. Aus einem 0:2 wird ein 3:2. Braunschweig dreht die Partie. Dann kommt Ferrei, auch der ohne Mühe. Ausgleich. Aber nicht unterkriegen. Ganz im Gegenteil. Doncor auf Emanuel Ferrei und der spaziert von der Mittellinie einfach mal los. Pfosten. Szene nicht vorbei. Nach vorne zu spielen. Ferrei. Die anschließende Ecke wird getreten von Ferrei. Und dann ist er drin, 3-1. Ja, wie ging der denn rein? Ja, Emanuel Ferrei war der offizielle Torschütze, der Eckenschütze. Ballverlust, Benkovic, Ferrei, Kaufmann macht sich auf die Reise gegen Lawrence. Fabio, Kaufmann, Ausgleich. Nur 185 Sekunden nach dem Rückstand. Foul, aber weiter geht's. Das ist Ferrei. Ferrei, Spiel gedreht. 3-2 Ferrei, letzte Woche die direkt verwandelte Ecke, heute ein Tor und eine Torvorlage der Neuzugang. Aus der Dortmunder U23 ist einer der Shootingstars dieser Mannschaft. Ferrei zieht damit Tempo in die Mitte, dann dieser phänomenale Schuss, Matenia sieht kein Land. Gegentor Nummer 900 in der zweiten Liga. Die ansteigende Formkurve, am Strafraum winkt Anthony Ucha. Tide vernascht, Gersbeck, Glanztat. 44. Freistoß, Ferrei, Kopfball, Ucha, 1-0, Eintracht. Anthony Uchas Höhenflug geht weiter. 72. Minute, der agile Ferrei mit dem Querpass für Ucha. Braunschweig erneut in Führung. Die Löwen reagieren sofort. Ferrei und Henning rein für Krause und Kaufmann. Bayern, Medic, Ihorst, Ferrei, der Ausgleich. Durch den jungen Niederländer, der erkältet war unter der Woche, deshalb heute nur Kurzeinsatz. Nicolau Ferrei, der ist drin, Wahnsinn! Die letzte, die allerletzte Aktion, 2:1 für Braunschweig durch Doppelpacker. Ferrei, kein Abseits, beim Rückenpass von Nicolau. Minute, Ecke Braunschweig, Ferrei und im Zentrum Filip Benkovic. Die Gäste und die machen weiter Druck. Ferrei, Tunnel gegen Müller mit Platz, hat das Auge für Kaufmann. Wieder zu Ferrei und Tor. 51. das 1:0 für Braunschweig. Zunächst nochmal Ferreis Supertunnel gegen Müller. Kaufmann dann mit der Hereingabe und der eingewechselte Condé ist zuletzt mit der Fußspitze am Ball. Keine Abwehrchance für Tim Boss im Tor. Der Magdeburger. Doch die Ausgaben keinesfalls geschockt. Ein ausgeglichenes Spiel. Eckball Ferrei. Schulz. Der nächste Schock für die Ausgaben. Ferrei. Dieser geniale Ballkünstler muss verletzt raus. Nach dem anderen. Dann Multop auf Ferrei. Und jetzt melden sich auch die Gastgeber an. Nur noch 1:3. Emanuel Ferrei nicht mal 2 Minuten später mit
dem Braunschweiger Anschlusstreffer. Sehr hübsch herausgespielt, marschieren danach munter weiter. Was bleibt ihnen noch? Vor allem Ferrei und Multaub wirbeln. Und wie? Wieder serviert Multaub und wieder haut Ferrei ihn rein. Nur noch 2:3. Was für ein herrlicher Treffer. Dank Ferrei, dem Doppeltorschützen, ist Braunschweig wieder im Spiel. Die Eintracht hinten desolat, aber vorne mitunter brillant. Zum Derby-Sieg letzte Woche gegen Hannover. Der erste Torschuss der Gäste. Gleich mal drin, eine Stunde rum. Braunschweig mit einer für sie typischen Aktion. Ein schneller Gegenstoß nach Balleroberung. Ferrei über den halben Platz und dann der perfekte Ball in den Lauf von Fabio Kaufmann. Der Ex-Karlsruher scheitert aber. Guter Ball von Wiebe in den Lauf von Ferrei. Der Braunschweiger Spielmacher findet Uta, Anthony Uta. Zweite Halbzeit wieder erwischten die Braunschweiger den besseren Start. Uta leitet dieses Mal ein. Multaub, Verlängerung von Lauberbach und Ferrei dieses Mal als Torschütze. 2:1 Braunschweig. Und die Eintracht zeigte das von rechts nach links sehr früh. Das ist Emanuel Ferrei, 1:0, keine 90 Sekunden gespielt. Eintracht Braunschweig gewöhnt sich danach langsam an das Spiel in Unterzahl und bekommt sogar Räume geboten. Ferrei, einer der Gewinner der Saison beim HSV im Gespräch, auf Endo, zurück auf Ferrei. Und da ist Uta! Ferrei gegen Kolke. Der Ausgleich extrem lässig verwandelt. Und das in dieser angespannten Situation. Respekt.